Damit sprechen wir mal über die Frage, kommt nach dem Crash der Bärenmarkt? Wichtig, was hier zu wissen ist, natürlich der Risikohinweis. All das, was wir hier besprechen, hat mit dem Handel an den Kapitalmärkten zu tun. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das ist wichtig, dass Sie das in Zusammenhang mit dem Trading wissen. Von der Seite her hier der Hinweis. Was besprechen wir jetzt? Wir besprechen jetzt ein paar große Indizes. Und wir besprechen halt auch die Frage, und das ist nämlich das, was immer wieder gestellt wird, konnte man den Crash vorhersehen? Und die nächste Frage, der nächste Punkt ist der, kommt jetzt ein Bärenmarkt? Da können wir auch mal schauen, wie kann denn so ein Bärenmarkt entstehen? Das heißt, Sie wissen ja, ich lese sehr, sehr viel in den Charts die Verhaltensweisen der Teilnehmer. Ich habe auch vor kurzem einen Blog-Eintrag auf meiner Website auch gemacht, wo ich über dieses Thema mit dem Crash und dem Thema Bärenmarkt und so weiter ein bisschen referiert hatte. Ich hatte auch ein Webinar dazu gemacht, wo ich ein bisschen geplaudert habe, wie ich die ganze Geschichte im Herbst sehe, was die US-Märkte gerade hier gemacht haben, dieser starke Anstieg, dieses weite Auseinanderlaufen, diese große Schere zwischen der Performance der US-Märkte und den restlichen Märkten auf unserer Welt. Damals hatte ich schon gesagt, ich freue mich sehr, wie der US-Markt läuft. Die Wirtschaft dort ist wirklich sehr, sehr stark. Die brummt wirklich. Aber ich habe einfach auch gesagt, es ist unnormal, dass wir so einen starken Schub nach oben sehen, völlig ohne Korrektur. Und das ist halt etwas, wo man einfach sagt, okay, mit Wahrscheinlichkeit wird irgendwann eine Korrektur kommen. Das ist jetzt, hat jetzt nichts mit schlechten Vorhersehungen zu tun, sondern einfach zu sagen, okay, man muss das auf der Agenda haben, dass die Märkte nicht permanent in den Himmel steigen, sondern irgendwann auch mal rumdrehen und eine Korrektur machen. Und ja, jetzt haben wir es, ja. Wer nicht blind durch die Gegend läuft, der hat gesehen, was hier entsprechend los gewesen ist am US-Markt. Ich will Ihnen da auch mal ganz kurz was zeigen, etwas, das Sie zum Research auch gut mit benutzen können. Hier, ich nutze zum Research sehr, sehr gern die Website von finwitz.com. Da haben wir auch so eine Heatmap. Vor 2 Tagen war diese Karte komplett rot. Da war nicht ein Wert drauf. Ja, ich glaube, einer war drauf, der grün gewesen ist. Alles andere war hier definitiv rot. So. Und da sehen wir halt, da wird über den Gesamtmarkt nur verkauft. Da gibt es nichts, wo irgendwo noch Käufer unterwegs gewesen sind. Und an solchen Situationen sieht man, da verändert sich der Markt so ein bisschen. Bei den letzten Korrekturen, die wir gesehen haben, wo es so mal so ein bisschen nach unten gibt, in diesen Trends auch, da war diese Mappe so gekennzeichnet, dass wir viel Grün hatten, dass wir aber auch sehr, sehr viel Rot hatten. Also da gab es eine gute, gesunde, bunte Mischung sozusagen. Ja? Und jetzt, wenn wir uns dieses Bild mal ansehen, wir haben einfach extrem viel Rot. Ja? Wir hatten vor ein paar Tagen, wie schon gesagt, komplett Rot. Und da sehen wir, da dreht dieses Verhalten des Marktes, was wir vorher gesehen haben, wo immer wieder diese Stärke reingekommen ist. Jetzt haben wir hier einen Komplettverkauf am Markt. Und das sind wirklich Zeichen, wo man einfach sieht, okay, jetzt hat sich hier was am Markt verändert. Das heißt, ich sage ja auch immer, dass auch in den Schulungen, die ich gebe, bekommt bitte ein Gefühl dafür, für die Märkte. Und wenn man sich sowas anschaut, wenn man die Märkte auch so ein bisschen begleitet, ich weiß, das ist Arbeit, das ist langweilig, manchmal auch ätzend, aber es gehört einfach dazu, den Job gut und ordentlich zu machen. Da bekommt man so ein Gefühl dafür, wie der Markt sich verhält. Und das ist etwas Wichtiges, was Sie als Trader machen können, auch wenn Sie in Anführungsstrichen die Aktienmärkte gar nicht traden, sondern hier bei Tickmill den Markt der Währungen traden oder den Markt der Indizes oder Rohstoffe traden. Das hat ja eine Aussagekraft. Also das heißt, wenn jetzt was gekauft wird oder verkauft wird, fließt ja Geld von A nach B. Und wenn Sie halt sehen, dass der Gesamtmarkt hier an dieser Stelle sein Verhalten ändert und die Indizes nach unten laufen, dann sehen Sie halt, dass es keinen Sinn macht, eine Long-Position mittelfristig einzugehen, wenn der Markt momentan genau dieses Bild macht und wahrscheinlich tiefere Korrekturen bevorstehen. Und wenn Sie da so ein bisschen das Gefühl dafür haben, dann können Sie sich gut auf die Tage vorbereiten und das Trading mit dem Wissen um die Märkte natürlich viel, viel entspannter auch mit begleiten. Also das mal so ein kleiner Ausflug in das Thema Research zum Thema auch Weiterentwicklung der Indizes, weil der Index ist ja nichts anderes als die Mischung aus diesen Aktienkursen hier und deshalb kann man da ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür entwickeln, ob die Indizes jetzt steigen oder fallen, weil wie soll denn ein Index steigen, wenn alle Aktien in diesem Index fallen? Hä? Das ist die große Frage und deswegen ist das eine Möglichkeit hier ein bisschen Feingefühl zu bekommen. Das geht übrigens auch mit dem deutschen Index, dem DAX oder auch den ganzen anderen Indizes, die Sie hier bei Tickmill auch mit traden können. Ich will Ihnen das mal ganz
ganz kurz zeigen, wo wir gerade dabei sind. Wir gehen gleich in die Charts. Heißt also hier, dass wir mal den Markt anschauen und ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Sie können auf der Website von Tickmill einfach easy sehen, wo es lang geht. Das heißt, hier ist die Website, hier sehen Sie die gesamten Konditionen für die wichtigsten Paare mal im Überblick und hier können Sie die Trading-Instrumente sehen. Und das ist interessant, Devisen, Aktienindizes, da können Sie sich das alles anschauen und entsprechend das, den Markt sich raussuchen, der für Sie interessant ist, um das Ganze zu traden. Es sind über 80 Paarungen, die Sie hier traden können, also die Instrumente sind sehr, sehr weit entsprechend auch gefasst und das ist das, was Sie traden können und hier schauen wir jetzt einfach mal in die Charts entsprechend auch hinein. Das heißt, wir gucken jetzt mal auf die großen Märkte rein. Wir fangen mal ganz kurz mit dem DAX entsprechend an. Ich sehe gerade, Elena hat wieder freundlicherweise gepostet, die Instrumente, die wir hier sehen. Also wen das interessiert, einfach mal draufklicken. Da sehen Sie auch die wichtigsten Kosten, dass Sie ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis hier bei Tickmill haben. Schauen Sie sich das Ganze bitte in Ruhe an. Und wir gehen jetzt mal in die Indizes hinein. Das heißt, ich springe jetzt mal auf den DAX entsprechend drauf und danach gehen wir in die US-Märkte rein, mit denen ich ja schon am Rand auch angefangen habe. Aber den DAX gilt es jetzt auch mal zu beleuchten, weil da hat es schon eine richtungsweisende Entwicklung gegeben, die wir hier entsprechend unbedingt uns mit anschauen müssen. Warum ist ganz klar, wir haben die Marke von 11.800 Euro nach unten durchschritten. Und wenn wir uns das ganze Timer in der Woche anschauen, da habe ich ja entsprechend schon häufiger gesagt, dass diese Marke hier, wir haben ja dieses entsprechende Dreieck gehabt, wenn man das mal so sehen würde. Ich zeichne Ihnen das an dieser Stelle einfach mal kurz ein. Wir haben hier die Oberseite gehabt, die entsprechend nach unten gefallen ist. Und wir hatten hier diese langfristige Aufwärtstrendlinie, die wir hier so schön nach oben haben laufen sehen. Ja, man kann die immer so ein bisschen ziehen, man kann die hier ziehen, man kann die da ziehen. Ich will nur aufs grobe Bild wirklich drauf ein. Also diese Linien, die entwickeln sich auch mit einem Markt. Wichtig ist halt, dass man das Ganze nutzt, um entsprechend hier die richtungsweisenden Punkte zu bestimmen. Und wir hatten halt hier, wenn wir uns diesen Chart einfach einmal anschauen, wir hatten hier drinnen so Drehpunkte hier in diesem Bereich. Das heißt, hier hatten wir so die Marke 12.5, 12.6 in diesem Bereich, wo der Markt nicht so richtig drüber rausgekommen ist. Und das ist halt so ein wichtiger Punkt, wo man sieht, das ist auch so eine wichtige Drehmarke gewesen. Die haben wir entsprechend auch immer wieder gut sehen können, dass der Markt dort dran ist, hier, aber nicht drüber, immer wieder diese Schwäche. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass wir entsprechend um die 11.800 Punkte immer ein Support-Level hatten. Und jetzt sind wir halt in der Situation, dass wir diese Schulterkopf-Schulter-Formation, ich will Ihnen das mal ganz kurz zeigen, ich hatte vor ein paar Tagen, ich muss mal ganz kurz gucken, wo das gewesen ist. Ich gucke jetzt wieder hoch auf den vierten Monitor. Ich suche Ihnen gerade mal eben den Blogbeitrag raus, den ich gemacht hatte, weil ich hatte da entsprechend einen Blog auch zum DAX geschrieben. Ich ziehe das mal kurz etwas größer. Wir schauen uns den mal kurz an. Das ist ein paar Tage her, wo ich über den DAX gesprochen hatte. Den müssen wir uns mal raussuchen. Hier sehen Sie auch, wie leicht Sie dann entsprechend auch mal nachgucken können. Hier, da war der DAX und wir hatten im DAX hier, schauen Sie sich das mal an, schön Schulter, Kopf, Schulterformation, ähnliches Verhalten wie das, was wir hier schon mal gesehen hatten im Jahr 2015, wo es dann nicht stark unter diese Nackenlinie drüber ging und drunter ging und der Markt sich dann nach oben gefangen hat. So eine ähnliche Situation hatten wir bisher jetzt entsprechend auch und jetzt sind wir halt hier unten drunter. Das heißt, das ist das, was sich am Markt jetzt entwickelt, wo wir halt wirklich sehr, sehr schön entsprechend auch planen können, wie sich das Ganze hier auch weiterentwickelt. Und das ist jetzt interessant zu sehen, was hier passiert ist. Sie sind jetzt durch diese Nackenlinie durchgelaufen. So, erfahrungsgemäß gibt es nach so einem Durchlauf erst einmal noch einen Rücksetzer. Das heißt, der Markt bleibt jetzt so ein bisschen unruhig, entwickelt sich dann und dann steht eine Entscheidung aus. Das heißt, es sieht dann eher so, also vom Prinzip her entsprechend so aus, was wir jetzt erwarten könnten, wäre halt irgendwo ein Rücklauf, nochmal ein Retest. Und wenn der Markt dann Schwäche wieder aufzeigt und das nach unten bildet, das wäre dann ein Thema, wo man eindeutig sagen kann, das ist dann wirklich ein Bärenmarkt. Das heißt, das wäre dann die Situation, dass wir hier die Kurse deutlich weiter nach unten sehen würden. Das heißt, nächster Anlaufpunkt auf der Unterseite wäre dann mal hier dieser Bereich erst einmal um dieses Level hier oben, also hier, wo wir im Jahr, wann war denn das gewesen? Jetzt muss ich selber erstmal ganz kurz gucken, kleinen Augenblick, die Linie mal reinlegen, so. Also hier haben wir diesen Bereich gehabt, das war im, wo war denn das? Jetzt gucken wir mal kurz, das war
Das war Ende 2016, wo wir hier über dieses Hoch drüber gelaufen sind und der Markt dann schön nach oben geschossen ist. Das wäre mal ein erster Anlaufpunkt, eine erste Testzone. Das heißt, die liegt hier an diesem Hoch um ungefähr die Marke von 11.400 Punkten. Das wäre mal das Erste. Diese Marke haben wir ja auch schon mal getestet, wenn wir das mal reinnehmen. Ich lege mal diese Linie ganz kurz dick hier rein, hier an diese Stelle. Da sind wir schon mal rangelaufen und haben dann wieder abgeprallt. Das ist das, was ich sage. Diese Linien haben schon gewisse Relevanzen. Und wenn es jetzt die Situation aufkommt, dass wir hier einen Retest sehen, dieser Unterstützungslinie, also jetzt ist es ja ein Widerstand, also dieser Neckline, dieser Nackenlinie, dieser Schulterkopf-Schulterformation, dann, wenn das Ding rumdreht, dann steht halt wieder diese 11.400 noch am, bricht das Ganze, dann haben wir hier die 10.800 nach unten hin. Das heißt, das sind dann wirklich bärische Tendenzen, wo man einfach sehen muss, was passiert denn jetzt hier an dieser Stelle. Ob das kommt, wann das kommt, wir wissen es nicht. Das ist ja das, was wir jetzt aktuell sehen. Wir können ja nie die Zukunft vorhersagen, nur Tendenzen und Wahrscheinlichkeiten ausarbeiten, weil wir traden hier entsprechend nur Wahrscheinlichkeiten. Also so sieht der DAX momentan aus. Wenn das Ganze hier ein sogenannter, man spricht von einem sogenannten Fake-Out, das heißt, wenn hier einfach unter dieser Marke nur diese gesamten Stop-Orders abgeräumt wurden und der Markt dann wieder hochdreht, dann sehen wir etwas, was wir hier in diesem Markt beispielsweise so sehen können, dass es dann zu einem Rücklauf kommt und wir dann rumdrehen und dann hier einen Aufwärtstrend bilden. Das wäre ein Fake-Out-Szenario, wo der Markt dann wieder hochdreht. Dann können wir uns wieder auf die andere Seite stellen, dann können wir sehen, dass die Kurse nach oben steigen. Aktuell müssen wir hier erst einmal abwarten nach diesem starken Schub nach unten, wie es dann entsprechend weitergeht im DAX. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum US-Markt und ich fange mal an. Dirk, du hast danach gefragt. Ich fange mal an mit dem Dow. Nein, entschuldigen Sie, ich muss noch eine wichtige Unterbrechung machen. Und zwar, ich muss noch mal beim DAX bleiben, weil mir liegt da noch was auf dem Herzen, weil der DAX ist der deutschen liebster Index. Und der Index wird ja jetzt nicht nur von den Deutschen bewegt, sondern wir haben ja auch internationale Händler, die sich diesen Markt auch anschauen und die auch das Geld haben, diesen Markt zu bewegen. Und wenn wir das Ganze mal aus Sicht der US-Anleger sehen, das heißt, die USA ist ja ein sehr, sehr großer Markt, da ist viel Geld und dieser Markt bewegt auch den deutschen Markt mit. Und da stellt sich jetzt an der Stelle natürlich die Frage, wann macht es denn Sinn für diejenigen, in einen Markt Geld reinzustecken? Mal die Frage in die Runde. Kurze, wenn jemand mag, einfach mal eine Antwort geben. Was brauchen wir denn für einen Markt, der interessant ist für einen ausländischen Investoren oder generell für einen Investoren, in einen Markt reinzugehen, der entsprechend hier sozusagen ja, steigen soll? Frage, was muss es denn da geben? Das ist relativ leicht erklärt. Ich warte mal ganz kurz, ob jemand was im Chat mitschreiben will. Ansonsten mache ich da auch gleich weiter. Ich gucke mal ganz kurz. Scheint momentan keine Antwort zu geben. Egal. Also wir brauchen einen Aufwärtstrend. Also wir brauchen einen Markt, der wirklich nach oben tendiert. So, und was wir jetzt machen ist, wir gucken uns den Markt einfach jetzt mal aus Blickwinkel eines US-Investors an. Und zwar, das können wir ja relativ gut machen. Und zwar, gucken Sie sich das mal an, ich ziehe das mal kurz rüber. Das hier, das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist der DAX aus Blick eines US-Anlegers. Das ist die Entwicklung vom DAX im US-Dollar. Da kommt doch kein Mensch auf die Idee, long zu traden. Und solange wie der US-Markt das sieht, kommt der halt auch nicht auf die Idee, hier bei uns in Europa, in Deutschland zu investieren. Das heißt, der US-Anleger oder Institutionelle, der Geld in Europa investieren möchte, im Aktienmarkt, im DAX, der wird hier noch nicht reinkommen. Da muss es erst die Umkehrformation geben. Das ist das Bild, was, wie schon gesagt, momentan der US-Markt sieht. Und solange, wie das so ausschaut, ja, da wird sich nicht viel geben. Dreht das rum. Das wäre dann interessant für den US-Anleger, wieder Geld hier in Europa zu investieren und den Markt nach oben zu schieben. Und solange wie das nicht kommt, habe ich da relativ wenig Fantasie, wie wir den US-Markt dazu bekommen, hier auf die Käuferseite in Deutschland mit einzutreten. Also das mal hier in diesem Bereich. Wie schon gesagt, das war ein Fonds, ein ETF von iShares EWG, das Kürzel für die, die das interessiert, zum eigenen Research, sich das mit auf die Uhr zu nehmen. Das bleibt eine interessante Sache. So, nun aber wirklich rein in den Markt, in den US-Markt hier. Wir gucken uns jetzt mal eben kurz den Dow an, auch unter der Brille der reinen Trendsituation, der reinen trendtechnischen Geschichte, die wir hier sehen. Und da gucke ich auch mal in den Wochenchart mit Ihnen zusammen rein. Warum mache ich das? Weil mir das große Bild halt so unheimlich wichtig ist. Das heißt, wir stehen ja jetzt in einer Phase, wo wir lange Zeit die Aufwärtstrends am Laufen hatten.
auf Tagesbasis und wir hier entsprechend jetzt interessanterweise sehen sollten, sehen können, was hier gerade am Markt passiert. So, und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir zwei Sachen, die für mich persönlich relativ wichtig sind. Die erste Sache, die für mich relativ wichtig ist, ist das hier. Das war im letzten Jahr. Das war dieser massive Anstieg, diese massive Überdehnung in diesem Index. Was hat gefolgt? Ein ziemlich rapider Einbruch nach unten. Das heißt, über viele Monate hinweg ein sehr, sehr starker Aufschub und dann über eine relativ kurze Phase ein massiver Schub nach unten. Das heißt, eine massive Korrektur hier innerhalb von 2 Wochen. Dann gab es ein bisschen Getingel, dann wurde das Ganze unten nochmal getestet und dann fing der Markt hier an, wieder nach oben zu laufen. So, das ist mal das eine. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, haben wir ein ähnliches Bild hier. Das ist einfach ein starker Hochlauf gewesen, nicht ganz so übertrieben wie das, was wir hier im letzten Jahr gesehen haben, aber wir hatten trotzdem diesen massiven Hochlauf. Also diesen massiven Hochlauf, den können wir so ein bisschen damit hier mit dieser Phase vergleichen. Also das, was wir hier gesehen haben, war ein sehr interessantes Chartmuster, eine sehr, sehr interessante Korrektur, einfach flach über die Seite und danach kam der Bruch nach oben und dann ging es halt hier sehr, sehr stark nach oben, sehr, sehr weit, weit weg und diese starke korrekturfreie Bewegung wurde dann halt relativ schnell korrigiert. So, und wenn man das mal entsprechend hier in diesen Kontext setzt, dann haben wir halt die Situation, dass der Markt ja auch sehr, sehr weit nach oben gelaufen ist und jetzt einfach sehr stark korrigiert. Das heißt, hier auf Wochensicht, was ich hier persönlich sehe, ist das einfach, ja, ein starker Kursrückgang. Wir hatten hier noch das Hoch, da wurde kurz direkt danach abverkauft. Das war so ein kleines Achtungszeichen, was man haben sollte, weil danach kann ein Abverkauf kommen, muss nicht, aber kann. Deswegen das immer so ein bisschen mit im Kopf behalten. Diese Kerzenformation hier, die hatten wir ja schon beschrieben, auch die Verortung des Ganzen. Und was wir jetzt sehen, ist eine interessante Situation. Was macht die Situation interessant? Es macht interessant, ich nehme mal ganz kurz das hier raus, wo der Markt gedreht hat. Weil wenn man mal diese ganze Sache hier anblickt, das heißt, wir hatten hier Bewegung, wir hatten hier entsprechend ein Korrekturlevel, was sein Tief in diesem Bereich gefunden hat. Und dann hatten wir entsprechend wieder diesen Schub nach oben. So, und jetzt ist es interessant. Hier kam dieser starke Schub. Ja, das kann man hier, das war so ein bisschen Wochen rumgetingelt, aber die Stärke hat einfach bis hier oben hin angehalten. Jetzt haben wir hier das Korrekturtief. Und diese Marke hat bis jetzt zumindest erst einmal gehalten. Also hier war ein Support und dieser Support hat bis jetzt gehalten und genau auf diesem Support ist der Markt erstmal entsprechend wieder rumgedreht. Das ist jetzt die Marke, die wir sehen. Das könnte also sein, dass das der erste Rebound war. Interessant ist, was jetzt weitergeht. Das heißt, wir schauen uns den Markt auch gleich mal an. Ich lege mal kurz die 50er und die 200er SMA mit rein, einfach nur mal, um die Sache zu sehen. Ich muss es nochmal rausgucken. Moving Average, da haben wir es. Zack, so. Jetzt lege ich mal den 50er rein. Den machen wir in blau. Und dann lege ich mal noch den 200er rein. Bitte jetzt nicht verwirren lassen. Wir nutzen diese auch gleich weiter. Sie sehen also hier im Wochenchart, da ist der 50er gleitende Durchschnitt eine interessante Anlaufmarke. Da sind wir jetzt wieder rangelaufen und wieder nach oben abgesprungen. Was wir uns im Tageschart gleich mal noch mit anschauen, ist der 200er. Weil da ist zum 200er Tagesdurchschnitt ist der Markt sehr, sehr weit weggelaufen gewesen, was in der Regel nicht ganz so gut ist. Das heißt, diese Marken werden häufig wieder eingegrenzt. Das heißt, rein aus technischer Sicht, wir hatten hier schön den Markt nach oben laufen, der hat jetzt extrem tief korrigiert und hier unten in diesem Support-Level wieder aufgesetzt, um nach oben zu drehen. Schauen wir uns das mal auf Tagesbasis an, haben wir jetzt hier natürlich zwei wichtige Punkte. Und einen der wichtigen Punkte ist zum einen hier wieder dieses Level hier unten, um diese Marke von 24.800, zwischen 24.800 und 24.900 Punkten in diesem Bereich hier und diese 200er-Tagelinie. Und die 200er-Tagelinie, die hat in diesem Markt schon sehr, sehr hohe Relevanz. Ich hatte das hier auch schon mal aufgezeigt. Schauen wir mal hier in diesem Bereich. Wir hatten den Test dieser 200er-Tagelinie schon mehrfach und innerhalb dieses Trends ist diese Linie genommen worden und direkt wieder nach oben aufgekauft worden. Und das ist ja ein Markt, wo wir jetzt auch wieder stehen und da wird es halt spannend, was hier an dieser Stelle passiert. Wenn der Markt das nämlich schön tief jetzt einfach nur korrigiert hat und wir von dieser Stelle an
einfach jetzt nach oben laufen, dann war das oder dann ist das, was wir hier gesehen haben, eine sehr schön kaufbare Korrektur gewesen, wo der Markt sehr, sehr schön und stark entsprechend nach oben laufen kann. Das ist also das, mal der Blick hier mit hinein. Gestern haben wir gesehen, war eine erste Chance da, dass der Markt deutlich massiv nach oben ansteigen konnte. Gut, man muss sagen, die Schwankungsbreiten sind sehr, sehr hoch, aber man muss auch sehen, während des Handelstages, wenn wir uns das mal anschaut, was der Markt hier gestern, das können wir uns mal kurz anschauen, mit einem kurzen Blick auf die Website nochmal vom Finwitz, einfach nur, um das Ganze mal kurz einfach zu halten. Wenn wir sehen, was die Händler während des Tages, also während ihres eigenen offenen Handelstages gemacht haben, also von 15.30 Uhr deutscher Zeit bis 22 Uhr, dann sieht man einfach, da ist keine Stärke. Ich gehe da, also die Heatmap, die habe ich ja vorhin auch schon gezeigt, da gab es massiv nur Verkäufe. Das heißt, während des Handelstages haben die Händler hier einfach verkauft. Da ist kein Kaufdruck aufgekommen. Das ist kein Zeichen von Stärke. Das ist uninteressant. Das ist nicht das, was wir sehen wollen. Das Bild ändert sich, wenn wir Intraday-Stärke bekommen. Und das ist das, was ich dann ganz gerne sehen möchte. Wir haben ja heute schon wieder eine Kerze, die nach oben läuft. Das ist interessant. Das hatten wir gestern aber auch. Und dann, als der Handel in den USA losgegangen, kam die Schwäche rein. Also ich bin hier noch nicht so überzeugt, dass wir einfach jetzt schnurstracks wieder nach oben laufen. Wir können heute natürlich einen Tag sehen, der steigende Kurse mit sich bringt. Warum? Weil hier natürlich viele Short-Positionen aufgebaut werden können und wenn der Markt sagt, okay, wir wollen diese Short-Position übers Wochenende nicht mitnehmen und die schließen wir am Freitag, kommt natürlich Kaufstärke mit rein. Also kurzfristig könnte es durchaus so ausschauen, dass wir hier nach oben laufen und dann kommt es halt wirklich drauf an, was macht der Markt hier weiter? Ist es nur eine Korrektur und wir drehen wieder runter, dann ist hier dieses Gerangel um die 200er-Tage-Linie beziehungsweise dieses Gerangel um diesen Support hier unten im weiteren Gange. Da wird der Markt sich irgendwann entscheiden, ob er wirklich tiefer runterläuft oder ob wir einfach sehen, gut, der Markt dreht hier wieder rum. Wir haben auf der Unterseite natürlich auch ein bisschen Potenzial. Das heißt, wir hatten hier in diesem Bereich ja natürlich das Jahrestief. Es kann unter Umständen, wenn der Markt weiterläuft, natürlich hier unten diese Bereiche weiter antesten. Das heißt, wir haben ja diese Tiefs, diese Korrekturtiefs des nach oben laufenden Trends auch da. Wir haben jetzt hier diesen massiven Kursschub nach oben gehabt. Und wenn man das Ganze mal als Bewegungstrend hier sieht, war das Bewegungstief bzw. das Trendtief hier unten in diesem Bereich um die 24.000-Punkte-Marke. Das heißt, der Markt kann ohne dieses große Bild, was wir hier in diesem Bereich haben, schon weit nach unten laufen, noch bis hierhin, um das Ganze rumzudrehen und dann nach oben durchzustarten. Das ist mal das Potenzial, was auf der Unterseite liegt. Auf der Oberseite ist dann natürlich ganz klar, wenn der Markt wieder rumdreht, haben wir die Chance einer Jahresendrallye auf die Oberseite hin. Inwiefern das dann sich ins nächste Jahr weiterzieht, müssen wir erstmal sehen, weil das Thema der Zinsen macht den Anlegern schon so ein bisschen Sorge, weil wenn man plötzlich am Zinsmarkt risikolos bessere oder gleiche Renditen bekommen kann, wie die Renditen am Aktienmarkt, eine Dividendenrendite beispielsweise von 3% bei einem Unternehmen, da hat man ja immer noch das Risiko der Kursschwankungen. Wenn man da auf der anderen Seite nahezu risikolos Anleihen kaufen kann mit einer Rendite von 3%, da ist die Frage nicht gegeben, ob ich mir jetzt die Rendite am Aktienmarkt hole oder die Rendite am Zinsmarkt nur von der Renditeseite her, sondern da wird dann die Risikofrage gestellt. Und die Risikofrage zeigt dir ganz eindeutig, der Anleihesektor ist da deutlich interessanter und da fängt der Markt halt einfach an umzuschichten. Und das könnte dann eine tiefere Abwärtstendenz geben in die Märkte nach unten hin an dieser Stelle. Also das hier an dieser Marktstelle sehr, sehr interessant, spannend, wie es hier weitergeht. Wir müssen einfach mal kurz abwarten, ob es eine Gegenreaktion gibt, die dann wirklich deutlich nach oben läuft oder ob wir hier Gezappel bekommen und der Markt nach unten läuft. Und das schauen wir uns jetzt nochmal im S&P 500 an. Und im S&P 500 hatte ich Ihnen ja auch gesagt, da haben wir auch Anzeichen dafür bekommen, was der Markt hier macht. Das hatte ich schon mal erwähnt in einem meiner Webinare, aber jetzt hier ist ja so ein bisschen edukativer Teil. Was hat sich denn in diesem Markt entsprechend verändert? Ich muss jetzt mal kurz diesen Schub da rausnehmen, da will ich nicht hin, so, na, so. Ich will jetzt mal auf diese Situation, ach Mensch, jetzt tu mir mal den Gefallen, so. Bleib jetzt mal hier. So, was ich Ihnen zeigen möchte, ist Folgendes. Wir haben hier drüben die Situation gehabt. Ich hoffe, das ist noch gut sehbar. Der Markt ist jetzt wirklich weit hier drüben. Ich möchte auf eine Situation hinaus. Und zwar, wir hatten hier oben an dieser Stelle hier, da hatten wir ein Hoch. Dann hat der Markt korrigiert. Das war alles im Sinne dieses Trends, der hier gelaufen ist. Alles voll sauber, Umkehrsignal, schön nach oben gelaufen. Hatten wir vorher auch oft genug einfach eine Rückkehr in die Korrektur herein und dann aus der Korrektur nach oben gelaufen. Hier oben gab es dann das erste Achtungszeichen, als der Markt
ein tieferes Hoch gemacht hat und hier an dieser Stelle, hier unten, einen untergeordneten Abwärtstrend gebildet hat. Da kann man immer noch sagen, okay, das kann passieren, das ist jetzt kein Thema, es war das erste Achtungszeichen. Der Markt kann ja korrigieren, bis er hier unten steht. Ja, hier war ja das Trend tief. Da unten drunter wird dann dieser Trend gebrochen, da fängt dann weiteres Korrekturpotenzial an, in den Markt entsprechend reinzukommen. Aber ja, es war einfach da. Und was wir hier gesehen haben an dieser Stelle ist, hier ist am Anfang immer noch Intraday-Stärke reingekommen. Sehen Sie das hier? Hier sind die Kerzen so Stück für Stück nach oben gelaufen. So. Und dann, jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter rüber, dann kam die Situation, jetzt gehe ich mal wieder hier, dass wir etwas mehr rüber auch sehen. Hier kam dann die Situation rein, dass wir gesehen haben, hier hat der Markt Chancen der Umkehr, die hat er hier am Anfang auch immer genutzt. Aber wir haben, wer das Ganze Intraday sich angeschaut hat, wir haben auch Anzeichen dafür bekommen, dass der Markt eher schwach tendiert als stark. Und da möchte ich mal ganz kurz in den Intraday-Bereich mit reingehen. Da schauen wir uns mal kurz den Stundenchart mit ein. Jetzt muss ich nur mal suchen. Ja, genau. Hier war das gewesen. Schauen Sie sich mal an, was wir hier gehabt haben. Wir haben hier den Trendverlauf nach unten und wir haben hier im Stundenchart eine Schulterkopf-Schulterformation bekommen, eine Inverse. So, und eine inverse Schulterkopf-Schulterformation ist ja erstmal von sich an eine sehr, sehr positive Angelegenheit, weil wo tritt sie auf, wo wird sie verortet? Sie verortet sich in einem bestehenden Abwärtstrend. Und in einem bestehenden Abwärtstrend hat man dann hier, wenn diese Position rausgeht, die entsprechende Nackenlinie. Und wenn man das einfach mal aus trendtechnischer Sicht sich anschaut, dann passiert bei einer Schulterkopf-Schulterformation in inverser Situation nichts anderes als Folgendes. Es bildet sich hier ein Markt, der erst einmal ein höheres Tief bildet und dann mit Überschreiten, in aller Regel mit Überschreiten der Nackenlinie, den bestehenden Abwärtstrend bricht und uns hier eine sehr, sehr gute Indikation gibt, nach oben zu laufen. Und hier an diesem Tag hatte der Markt tatsächlich die Chance, diese inverse Schulterkopf-Schulterformation nach oben hin aufzulösen. Das hat er aber nicht gemacht. Und das war ein Zeichen von Schwäche. Und dieses Schwächezeichen aus dem Intraday-Handel in die Situation des Tages, dass der Tag nicht wirklich stark ist, das mal übertragen, das war ein Anzeichen dafür, dass wir eher mit guter Wahrscheinlichkeit eine Schwächetendenz sehen. Dass sich dann sowas daraus entwickelt, das konnte keiner ahnen. Ja? Also wer mir sagt, hier, ich habe den Trade geplant und der ist geil gelaufen, das glaube ich nicht, das kann keiner planen. Aber was wir wohl sehen können ist, warum kann das keiner planen, ist einfach, wir traden Wahrscheinlichkeiten. Und mir kann keiner sagen, dass hier um 18.30 Uhr der Markt plötzlich nach unten einbricht. Das, was der Paul gesagt hat, war nicht planbar und die Marktreaktion danach auch nicht. Aber was man halt gesehen hat, wir konnten am Verhalten der Marktteilnehmer schon mal sehen, wir wollen nicht nach oben. Das heißt, der Markt ist dort schwach und das ist tendenziell eher die Schwäche. Und das schiebt dann die Wahrscheinlichkeiten eher in Richtung der Schwächephasen, das heißt der Markt nach unten. Und das war dann halt das Signal auch, dass die Stunde nach unten abgedreht ist. Hier sehen wir das auch sehr, sehr schön. Der Markt hat hier eine ganze Weile überlegt. Hier sehen Sie sich mal, das ging gut bis 22 Uhr. Also an dem Tag hat der Markt schwach reagiert, weil er die Chance nicht genutzt hat. Dann zog sich das ganze Ding hin hier über die Nachtstunden in den USA. Und dann hat der Markt aufgemacht in den USA und dann haben die Händler gesagt, tschüss. Bäm, jetzt ging es nach unten und das war in etwa die Schwäche, die sich davor in dem Vortrag angedeutet hat, in ihrer Bestätigung. Das ist der Punkt und das sind die Sachen, wo wir uns als Händler auf die Lauer legen können und sagen können, mit einem relativ guten Chance-Risiko-Verhältnis, der Markt von oben kommt schwach runter. Wir kriegen die Korrektur hier nicht drüber. Das heißt, der Markt hat diese inverse Schulterformation abverkauft. Und wenn sich dann hier noch der Bruch ergibt, hier oder hier unten drunter, setzt sich dieser Abwärtstrend fort und das ist dann häufig die Spirale. Und ob man da jetzt hier schon reingekommen ist oder hier mit diesem Bruch nach unten, das spielt ja am Ende nicht die Rolle, die paar Punkte hin oder her, wenn man die großen Moves mitnehmen möchte. Und das, was dann hier kam, gut, da hat dann der Markt massiv nach unten gedrückt und das, was wir hier jetzt sehen, ist sozusagen, wenn wir dieses Bild mal weiterstrecken wollen, wir hatten jetzt sozusagen diesen sehr, sehr starken Lauf nach unten und das, was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, ist eine Korrekturbewegung, die wir bis da hoch hatten, dann der Markt wirklich richtig gut wieder nach unten gelaufen in die Bewegung rein und was wir jetzt hier aktuell sehen, ist klassisch die Gegenreaktion dazu und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, was der Markt hier macht. Hier oben dieses Hoch, was wir hier drüben gehabt haben, das war das Tageshoch von gestern, dieser Bereich hier, der steht jetzt als Marke im Raum,
der muss gebrochen werden, damit wir etwas Weg nach oben finden. Das heißt, diese Linie ist dann da und dann, wenn der Markt hier drüber schiebt, dann könnten wir etwas Korrektur, etwas Gegenbewegung zu dem starken Schub sehen. Aber hier an dieser Stelle können wir auch sehr, sehr schön entsprechend nach unten laufen. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir wirklich einfach nur eine tiefe Korrektur sehen und der Markt dann wieder schwach reinkommt und nach unten läuft. Da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen, was die US-Händler heute machen. Nicht ungewöhnlich wäre es, eine Gegenbewegung zu sehen zu diesem starken Schub nach unten. Aber wenn wir sehen, der Markt bleibt wieder schwach, der verkauft diese vorbörsliche Schwäche in den USA wieder ab, dann, entschuldigen Sie, diese vorbörsliche Stärke, dann ist das eher ein Schwächezeichen. Und das aus rein nüchtern technischer Betrachtung, Umkehrsignal aus einer tiefen Korrektur, ist dann verkaufbar auf die Seite nach unten. Da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen, aber das sind mal so die Sachen, wo wir so ein bisschen von dem Verhalten der Marktteilnehmer ablesen können, wie jetzt Schwäche oder Stärke in den Markt hineinkommt. Ich hoffe, das hat ein wenig geholfen, ein bisschen Verständnis für die Märkte zu bilden. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das Verständnis haben. Deswegen bilde ich ja auch nebenbei, neben den eigenen Trading aus und lerne Ihnen hier in den Webinaren auch immer mal so ein paar Kleinigkeiten, die wir zum Trading auch mit benutzen können. Also ich wünsche Ihnen an dieser Stelle immer ein gutes Gespür für den Markt. Lernen Sie sich ruhig da einzuarbeiten und gute Trades an dieser Stelle. Also weiter für die Zukunft. Gute Trades, gutes Marktgefühl und kommen Sie ruhig jeden Morgen in die entsprechenden Webinare hier auf Ticken wir rein. Um 8.30 Uhr geht es ja immer zur Besprechung der aktuellen Handelsidee. Also damit für das Webinar hier an dieser Stelle einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal, Ihr Mike Seidel.